Herzlich willkommen zu Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Schön, dass Sie reinhören in diese ganz besondere Folge. Besonders nicht nur inhaltlich, sondern auch der Form halber. Sie hören nämlich einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Dr. Andrea Buriatti, niedergelassene Fachärztin für Psychiatrie. Mit ihr habe ich den Komplex BTM-Rezept besprochen. Innerhalb unseres Gesprächs hat sie auch erklärt, was für Betroffene wichtig ist, wenn sie mit einem auf BTM-Rezept verordneten Präparat auf Reisen gehen wollen. Ja, und da die Ferienzeit gerade begonnen hat, dachten wir, bringen wir diese spannenden Hinweise als eine kleine Extrafolge auf Ihre Ohren. Das gesamte Gespräch, das können Sie dann Ende des Monats hier bei uns bei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis hören. Aber jetzt legen wir los. Jetzt habe ich so ein Präparat, was auf dem BTM-Rezept verordnet wurde. Kann ich damit einfach ins Ausland fahren? Weil das ist ja wahrscheinlich international schon auch nochmal was anderes, als wenn ich eine Kopfschmerztablette im Gepäck habe, oder? Ja, also ich hatte gerade gesagt, man muss es niemandem sagen, auch nicht der Polizei. Mhm. Und da muss man eben auch keine Bescheinigung mit sich führen. Es gibt sowas und manche Patienten wünschen das auch, sowas immer bei sich zu haben. Das ist aber nicht notwendig. Ich persönlich finde es auch eher stigmatisierend und bin da nicht so begeistert von. Aber wenn das ein Patient möchte, geht's. Auf Reisen, da haben Sie völlig recht. Und zwar immer dann, wenn man unser Land verlässt, also wenn man deutschen Boden verlässt. Mhm. Damit ist aber auch, das muss man dem Patienten oft nochmal ganz explizit sagen, auch Österreich, Italien und Holland gemeint. Also wirklich immer, sobald man ins Ausland geht, auch wenn das mal nur ein Kurztrip übers Wochenende ist. Wenn man das Medikament mitnehmen möchte, dann braucht man da eine Bescheinigung. Die Bescheinigung muss man nicht aktiv vorzeigen an der Grenze oder im Flughafen, aber man sollte sie mit sich führen. Und da sollte der Arzt gut Bescheid drüber wissen und es dem Patienten sagen, dass er diese Bescheinigung mit sich führt, dass er die nicht vorzeigen muss, dass so eine Bescheinigung nicht, ich sag mal, selbst gebastelt sein muss oder auch sollte, also dass jeder Arzt da so einen eigenen Wortlaut formuliert, sondern das geht nicht nur viel einfacher, sondern ich finde auch gerade in der Hinsicht so formalistische Dinge ganz hilfreich, weil dann hat man wirklich ein Dokument in der Hand und das kann man sich als Arzt ganz einfach auch wirklich auf der Seite des BfArMs runterladen, wenn man auf den Button Reisen mit BTM geht. Da gibt es noch die Unterscheidung, ins europäische Ausland zu fahren, also alles, was zum Schengener Abkommen gehört. Das sind wirklich die Länder auch einzeln aufgeführt und eine internationale Bescheinigung in alle anderen Länder. Dann tatsächlich kann man auch noch mal jedes einzelne Land aufrufen. Und das kann keiner, auch nicht der Arzt, im Kopf haben, wie die einzelnen Bestimmungen in den verschiedenen Ländern sind. Sowas kann sich auch mal ändern. Aber auch hier kann man sich wirklich jederzeit beim BfArM informieren. Das mache ich nicht als Arzt, sondern diese Info gebe ich dem Patienten mit. Ja. Das heißt, ich frage gerne so natürlich auch in den Ferien- und Reisezeiten ab, Mensch, fahren Sie ins Ausland? Haben Sie eine Reise geplant mit der Familie? Denken Sie noch dran, dass Sie da eine Bescheinigung brauchen? Dann haben wir die in der Praxis vorrätig. Wir füllen die aus. Da ist wichtig zu wissen, für jedes BTM-Präparat braucht es eine extra Seite, also ein eigenes Formular. Das ist ein bisschen nervig, aber natürlich nicht schwierig. Diese Reisebescheinigung gibt's für maximal 30 Tage. Für länger ist es leider nicht möglich. Also so Dauerbescheinigungen, zum Beispiel wenn jemand natürlich Reisebusfahrer ist, ist es schwierig. Oder wenn jemand ein Ferienhaus im Ausland hat, dann kommt man da manchmal an die Grenzen. Aber in der Regel kommt man damit gut hin. Und dann sollte man noch wissen, dass jeweils auf diesen Bescheinigungen auf dem unteren Teil ein bestimmtes Feld ist, wo vorgesehen ist, dass die zuständige Behörde, in der Regel sind es die Gesundheitsämter, das eigentlich noch abstempeln und beglaubigen sollten. Okay.
die entsprechenden Behörden. Auch dafür gibt es wieder eine Liste beim BfArM, die man einsehen kann. Aber wie gesagt, in der Regel ist es das ortsansässige Gesundheitsamt. Da ist der Knackpunkt, das kostet dann oft was. Mhm. Und wenn jetzt natürlich eine Familie mit 3 betroffenen Kindern und womöglich noch 2 betroffenen Erwachsenen fährt, dann kann das relativ teuer werden, weil da die Beglaubigung sehr unterschiedlich offensichtlich bis zu 12 € kosten kann. Okay. Okay, ja, das sind dann die Verwaltungsakte, okay. Ja, aber das sollte man dem Patienten eben mitgeben und man bespricht es einmal ausführlicher und dann in der Reisezeit sagt man halt immer, haben Sie dran gedacht, brauchen Sie eine, sagen Sie uns Bescheid, wenn es soweit ist. Das war der Ausschnitt aus dem Gespräch mit Doktorin Boriatti. Es lohnt auf jeden Fall, auch in die gesamte Folge reinzuhören, die Ende des Monats hier auf unserem Kanal zu hören sein wird. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, eine gute Bewertung dalassen und gerne auch kommentieren. Das macht es anderen leichter, diesen Podcast zu finden. Bis zur nächsten Folge.